Oh, der Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hier liegt was drauf. Oh, cool. Von Let's Play Tomb Wir Raider. Angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Das heißt, Matthias, also Matty, wie ich ihn nennen wollte, lebt also schon länger auf dieser Insel. Vielleicht ist er sogar ein Eingeborener oder sowas in der Art und er, ja, wenn die Leute nicht gerettet werden wollen, dann erlöst er sie von diesem Leben, von dieser Welt oder so in der Art. Weiß ich nicht. So. Schätze ich jetzt einfach mal so. Lara, du schaffst das, komm schon. Und... Vor allem, das macht sie echt super, ne? Respekt, dass sie so gut klettern kann, Alter. Heilige Scheiße. Ha. Gut. Da waren wieder gerade so ein paar Schüsse. Oh Gott, nein. Den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das ist jetzt nicht so gut, muss ich ja sagen. Okay, okay. Was ist jetzt ihre Mission? Ah, okay. Was mache ich jetzt bloß? Ja, ich würde sagen, den Wolf hinterherlaufen und seinen Rucksack zurückholen. Fliegt er? Das Rudel ist irgendwo da oben. Das da. Eben sah das so aus, als würde der so ein bisschen über den Boden fliegen. So, dahin müssen wir. Ja, warum sollte ich meinen Instinkt jetzt einsetzen? Ja, wir setzen uns jetzt auch kurz ein bisschen hin. Und ich glaube, wir können nichts aufrissen mit 128, ne? 186, 128, ja?
Ne, 250 und 200, genau. Und 250, toll. Benötigt belüfteter Schlitten. Ist das hier irgendwo? Ah, ja, okay, das ist das, okay. Okay, verdammt, schade. Schade. Ja, gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch etwas Nützlicheres. Vielleicht doch irgendwie noch so ein paar Schrauben, sag ich mal. So, müssen wir hier lang? Springen wir kurz hier rüber. Schaffe ich es da hoch zu springen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da echt gerade so null sicher. Ah, okay, wir brauchen Feuer. Das können wir uns ja ganz schnell holen. Das machen wir jetzt hier auch. Zack. Okay. Ich versuche gleich da einmal rüber zu springen. Springe ich so eigentlich weiter? Nein, tue ich nicht. Zack. Komme ich da oben ran? Da oben komme ich nicht ran. Wie soll ich da jetzt oben rankommen? Ah, ist ja doof. Kannst du jetzt mal aufhören, dagegen zu laufen, Lara? Bitte? Danke. Hä? Nein, es funktioniert nicht! Ist sie gerade durch den Stein durchgefallen? Ich glaube, sie ist gerade durch den Stein durchgefallen. Ha. Kann man ja mal moken, ne? Gut, da hinten ist also erstmal nichts. Hier unten ist Wasser, ja gut. Ist hier noch was? Sieht so aus, als könnte man durch den Wasserfall durch. Nee, aber da lag was, da lag was. Geocache. Cool. Okay. Wo müssen wir hin? Müssen wir da hin? Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Kamen wir nicht von da kamen wir, oder? Von dort? Von hier? Kamen wir von hier? Ja? Ja. Taten wir. Okay. Gut, also, Leute, von da kamen wir, ne? Ich wollte es nochmal erwähnen. Es blitzt hier und donnert hier ein bisschen sehr stark. Wer ist jetzt jedenfalls... Oh mein Gott, ein Häschen! Oh mein Gott, das ist so ein süßes kleines Häschen! Ich wollte es haben! Damn! Okay, das lassen wir. Und Alter, es ist so fucking warm hier, ey. Oh, ich sterbe wieder. Ich sterbe hier. Ohne Witz, es ist so eklig warm in meinem Zimmer. Okay, wir brauchen eine Fackel. Hey. Hühnchen! Hab's. Das war ein Skillschuss. Das war super, ja. Gekonnt. Das war auf jeden Fall gekonnt. Auf jeden Fall. Wer was anderes behauptet, der hat keine Ahnung. Gib mir die Kiste. Dankeschön. Einmal dort hoch. Dort rüber. Dorthin. Okay. Boah. Hat funktioniert. Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Ja, von hier aus könnte ich dort rüber. Das war ein sexy Sprung, Lara. Also auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, das sah richtig sexy aus. Muss ich das überhaupt machen? Ich glaube schon. Hä? Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Bestimmt. Was ist Yamatai? Gehen wir mal hier hoch. Es sieht auf jeden Fall alles interessant aus hier. Okay, da könnte ich noch rauf. Glaube ich. Ja, geht. Und von da aus hier rauf. Okay, nice. Und von hier aus...
Ja. Ja, von hier aus nichts irgendwie. Wow. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich bin verwirrt. Es gibt hier so. Es ist. Ja, es gibt hier so viel. Wege. So viele Wege. Irgendwas zu erkunden oder so. Da würde ich noch gerne rüber gleich. Aber erstmal gehen wir noch eine Etage höher. Eine Etage höher. Und fackeln das hier. Wo war das? Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Okay, schön. Darunter will ich, glaube ich, nicht. Aber hier kann ich hin. Dann hier rüber laufen. Und dann von hier aus... das machen. Harte Style. Was ist das? Noch ein Geocache. Catch. Katsch. Katsch. Was auch immer. Hier kann ich hoch. Okay. Ja, da bin ich wieder hier. Wow. Ich will da runter, Lever. Fall. Danke. Es ist so verwirrend, Alter. Hier ist so viel. So verdammt viel. Warte, war ich hier nicht schon? Oh Mann. Hier sind Pfeile. Die will ich haben. Ah nee, wir sind voll. Ja, okay. Keine Pfeile. Und ich sterbe vor Wärme. Ohne Witz, Alter. Ich sterbe aber wieder vor Hitze. Es ist unglaublich eklig warm, ey. Und ich habe eben eine Nachricht bekommen. Zack. Okay, von Just da rauf. Ui. Okay. Hat funktioniert. Ich glaube, das war ein Blitz. Aber das erkunden wir gleich erst, nachdem wir das hier geholt haben. Genau. Heilige Scheiße, ey. Einmal bitte hier. Da ist noch eine Kiste. Die habe ich gesehen. Ich will sie haben. Was donnert hier so mega? Oh, das ist diesmal bei uns zu... sieht ein bisschen düster draußen aus. Huh. Wo muss ich... da muss ich... muss ich da hoch? Ich komme hier nicht hoch. Hier hoch? Moment. Wenn ich jetzt hier... dein Ernst? Ich... oh. Und Lara. Dein Ernst. Ich meine, klettern kannst du wie ein Profi, aber nicht auf so einem Ding hier draufstehen, oder wie? Meint ihr, ich schaff das? Ich glaube irgendwie... ja, tu ich. Okay. Tu ich. Okay. Wir müssen da lang. Dann will ich aber erstmal hier lang. Und gleich da unten links in diese Höhle. Ja, ich habe sie gesehen. Hier ist nichts Interessantes, okay. Ja, ich habe diese Höhle hier unten gesehen. Hallo Geocache. Katsch, Katsch, Quatsch, Quay, was auch immer. Ach, egal. Irgendwas, Geo irgendwas. Kletterausrüstung benötigt, okay. Also wenn wir hier alles erfahren wollen, glaube ich, müssen wir das Spiel 100% nochmal machen. Glaube ich irgendwie. Los geht's. Will ich die Waffe? Ja, ich will die Waffe nutzen. Was ist das für ein Geräusch? Mhm. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts.
Ich habe diesen Schatten gesehen. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. Ja? Meinst du? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das wird nicht unbedingt was. Ich wusste es! Geh weg! Oh Gott, E! Drück E! Ich bin überfordert! F! Oh! Oh Gott, F, 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 F! Okay! Okay! Okay, untersuchen. Gib mir. Danke. Okay. Heilige Scheiße. Das ist nichts für meine Nerven, ey. Okay, Überlebensinstinkt. Ja, da hinten hin. Ja, okay. Aber ich will nicht von hier aus dahin. Ich glaube, ich mach das anders. Spring, spring. Roll dich. Okay, das war vielleicht... Obwohl, Moment. Was ist da oben? Oh, wie komme ich da oben hoch? Ah, ich will da oben hoch. Aber ich glaube, dafür brauche ich die Kletterausrüstung. Spring, Lara! Hast du überlebt? Nice, easy. Meint ihr, das überlebe ich, wenn ich ins Wasser springe? Ich glaube schon, oder? Jetzt, nein. Ich will... Mann! Ich will dorthin, danke. Doch, ich glaube, das überlebt sie. Ha! Okay, oder auch nicht. Das Wasser ist nicht tief genug, glaube ich. Ich meine, überlebt hat sie es, aber ich glaube, es hat ihr ein bisschen wehgetan. Egal. Einfach springen ist der einfachste Weg. Oh, ich nehme danach hier noch... Nee, nicht noch eine Folge auf, Alter. Das ist mir viel zu warm. Ich sterbe hier. Gut. Das ist unglaublich. Flicken wir dich zusammen. Uiuiui. Aber mir gefällt das Spiel so sehr, Alter. Es ist schon, ich meine, wie wenig von dem Spiel habe ich gespielt? Und ich liebe es jetzt schon. Ross. Ich weiß ja nicht, wie lang das Spiel hier ist. Aber ich hätte schon so ein bisschen lang. Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Warum muss auf so einer Insel ein Funkturm? Hör zu. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Kletteraxt! Denke ich mal. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Okay, wir haben die Kletteraxt und jetzt... Die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ah. Okay, cool. Gut, Leute, aber wir beenden hier mit dem Part. Erstmal. Wir können erstmal rüsten wir ein bisschen was aus hier, ne? Du hast mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien.
Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, Rang dass wir zwei. Menschen leben. Und sie sind organisiert. Ah. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ja, das nehmen wir. Dadurch erhalten wir dann mehr Sachen. Mehr Loot. Das ist sehr schön. Und ich glaube, wir rüsten erstmal den Bogen komplett aus, ne? Ja, mehr Schaden nehmen wir gerne. Schöne Sache. Gut, dann beenden wir jetzt aber hier erstmal den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.